Wenn man geblitzt wird, ist das natürlich immer ärgerlich. Aber das Foto dann im Internet zu sehen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Was sagen Sie da allgemein zu dieser Praxis? Ich meine, das ist eine Schweinerei. Das darf nicht sein. Jetzt nicht so abwegig, dass man auch Bilder veröffentlicht, wo sich der eine oder andere wiederfindet. Fühlt sich dann vielleicht sogar doppelt bestraft. Es könnte vielleicht Abschreckung sein. Aber auf jeden Fall ist es für mich in Ordnung, dass das so gemacht ist in Abensperr. Weil so viel Raser da haben, dann ist das schon in Ordnung. Das passt schon. Auch im sozialen Netzwerk Facebook schlägt diese Aktion dementsprechend hohe Wellen. So sagt zum Beispiel Andreas G. Ach so, Verbrechen sind jetzt die staatliche Antwort auf Verbrechen? Das Thema Rechtsstaat war wohl auf der Domschule nicht auf dem Lehrplan. Und Peter F. meint, gewisse Fahrzeughalter sind in ihrer Heimat mit ihren Fahrzeugen bekannt wie ein bunter Hund und somit ist dann auch der Datenschutz hinfällig. Abensbergs Bürgermeister Uwe Brandl kann die Aufregung nicht verstehen. Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern die Bereiche sind ja insbesondere dort temporeduziert, wo ein besonderer Gefahrenherd besteht. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehbar, warum jetzt manche sich darüber aufregen, dass wir anonymisierte Daten ins Netz stellen, um einfach mehr zu sensibilisieren, einfach nur mehr darauf aufmerksam zu machen. Bitte schön, seid vorsichtig, es geht da um Gefahr für Leib und Leben. Ist so etwas legitim oder wurde hier eine rechtliche Schwelle überschritten? Wir haben nachgefragt. Ich sehe derzeit diese Schwelle noch nicht überschritten, wobei ich muss auch ganz klar sagen, wenn ich gefragt werden würde, hier im Internet zu veröffentlichen, würde ich ganz klar raten, nein, das nicht zu tun, um hier gar nicht die Möglichkeit zu schaffen, Sinn eines entsprechenden Vorgehens, beziehungsweise ich kann nur dazu raten, die Dinge diskussionsfrei zu gestalten, um sicherzustellen, dass hier eben diese Identifizierbarkeit grundsätzlich nicht möglich ist. Trotz aller Aufregung wird die Stadt Abensberg auch in den nächsten Monaten am Blitzerpranger festhalten. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.